Die Grünen wahrscheinlich zum ersten Mal zweistelliger im ostdeutschen Flächenland. Trotzdem, sie lagen in Umfragen mal höher. Warum haben sie auf den letzten Metern noch verloren? Also ich denke erstmal, dass wir so viel dazu gewonnen haben gegenüber 2014. Wir kommen ja von 6,2% und sind jetzt so um die 10, mal ein bisschen drüber, mal ein klein wenig drunter. Das hat damit zu tun, dass das Thema Klimakrise und Klimawandel hier in diesem Land Brandenburg angekommen ist. Die Menschen spüren, das ist nichts Abstraktes, sondern Hitzerekorde, Dürresommer, Wassermangel, brennende Wälder in großen Flächen. Man merkt, hier besteht Handlungsbedarf und wir sind halt die glaubwürdige Kraft, die für den ökologischen Wandel, die ökologische Modernisierung steht. Dass wir unsere hervorragenden Umfrageergebnisse jetzt in den letzten Tagen nicht eins zu eins in Wählerinnenstimmen umwandeln konnten, liegt an dieser sehr starken Polarisierung. Wird die AfD in Brandenburg die stärkste Kraft oder schaffen die Sozialdemokraten, die sozusagen noch abzufangen? Das hat viele Brandenburger und Brandenburgerinnen dazu bewogen, dann doch lieber sicher zu gehen und die Stimme den Sozialdemokraten zu geben, obwohl viele sagten, wir würden eigentlich euch auch gerne wählen, weil ihr programmatisch stark seid und wir glauben, dass ihr frischen Wind hier reinbringt. Die Grünen könnten in Brandenburg zum Königsmacher werden. Eventuell für eine rot-rot-grüne Koalition würde es reichen, aber auch für eine Kenia-Koalition, SPD, CDU und Grüne. Was wäre denn Ihr Favorit? Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keinen Lagerwahlkampf führen. Wir wollen grüne Inhalte hier umsetzen. Also es kann nicht sein, dass es jetzt einfach so ein Weiter-so gibt. Rot-Rot ist abgewählt in Brandenburg und Rot-Rot-Grün ist für uns natürlich eine Option. Aber da müssen grüne Inhalte auch sich wiederfinden. Also nur so Mehrheitsbeschaffer, das ist garantiert nicht unsere Rolle. Wir möchten grüne Programmatik umsetzen. Das könnte vielleicht sogar der Knackpunkt sein, weil Dietmar Woidke ist im Gegensatz zu Ihnen, den Grünen, Sie fordern einen Kohleausstieg schon 2030 womöglich. Eigentlich ist er im Moment für bis spätestens 2038 angesehen. Wird das ein Knackpunkt in möglichen Gesprächen? Also wir haben uns im Vorfeld bemüht, die roten Linien sehr niedrig zu halten. Also wir haben gesagt, wir sehen in Brandenburg, gehen wir schwierigen Verhältnissen, einer schwierigen Regierungsbildung entgegen. Wir spüren da auch Verantwortung. Wir müssen in diesem Land eine stabile Regierung in 3 Monaten auf die Beine stellen. Da wollen wir gerne dazu beitragen. Aber die wenigen roten Linien, die wir formuliert haben, liegen in diesem Bereich. Mit uns wird es keine neuen Tagebaue mehr geben. Mit uns wird kein weiteres Dorf in Brandenburg abgebaggert und da erwarten wir deutliche Fortschritte auch in einem gemeinsamen Koalitionsvertrag. Die Grünen stünden also bereit. Sie haben schon sich auf die Sondierungsgespräche vorbereitet, egal mit welchen Partnern. Es gibt ein 10-Punkte-Programm. Was ist da außer dem Kohleausstieg ein wichtiges Thema? Na, wir haben erstmal uns vorbereitet, indem wir uns angeguckt haben, was haben die anderen demokratischen Parteien hier für Programmatiken, was steht in deren Wahlprogramm, was haben wir, dass man da schon mal guckt, wo könnte die Reise hingehen. Wir haben gesagt, wir haben 10 Punkte formuliert, die wir sofort gerne angehen würden, wenn wir in Regierungsverantwortung sind. Das eine ist ein rechtssicherer Ausschluss von weiteren Tagebauen, aber wir möchten auch ein Programm haben, dass man schaut, welche stillgelegten Bahntrassen wären zu reaktivieren. Wir haben ja auch im Verkehrssektor hohen Handlungsbedarf. Wir möchten des Weiteren so schnell wie möglich einen runden Tisch gegen den Pflegenotstand in diesem Land auf den Weg bringen. Ist uns ein ganz wichtiges Problem. Und wir wollen die sehr dubiose Überwachung, die Kennzeichenüberwachung auf unseren Autobahnen juristisch prüfen lassen. Das scheint uns nicht ganz in Ordnung, wie das im Moment gehandhabt wird. Vielen Dank. Bitteschön.